Endlich hat es Aladdin gemacht. Wir haben die sehr erschwingliche Epochs-Reihe endlich auch als Steckvariante. Was sich sonst verändert hat, ob die Pfeife taugt, wie viel die Pfeife kostet und wer sich eine holen sollte, klären wir heute im Review. So Leute, da ist das Ding. Cinematics habt ihr gesehen. Wer sich noch mehr zu der Pfeife angucken will, der kann sich auf jeden Fall auch noch das Review von der Aladdin Epochs 360 angucken, weil das ist definitiv das Brudermodell zu der Epochs 425. Warum, werden wir noch so ein bisschen uns angucken, aber man kann von vornherein sagen, dass sich die zwei verdammt ähnlich sind. Das fängt auch schon beim Lieferumfang an, der auch bei der Epochs 425 das ganz normale Aladdin rundum sorglos Paket beinhaltet. Das heißt, wir haben dabei einen Schlauch, ein Mundstück, eine Feder, eine Zange, einen Kopfaufsatz, natürlich die Pfeife und auch eine Bowl. Da würde ich mir tatsächlich noch wünschen, dass Aladdin vielleicht die Epochs 425 nochmal nur als Stampset rausbringt für ein bisschen weniger Geld. Speaking of weniger Geld, die Pfeife kostet 130 Euro in dem Komplettset, ist also deutlich günstiger als ihre vergleichbaren Mitbestreiter, sei es Breeze 2, KFS 2, X-Hooker und so weiter. Ihr kennt die ganzen kleinen Pfeifen. Da ist die Aladdin 425 schon vom Wert runter, aber natürlich auch vom Lieferumfang nochmal besser, also theoretisch doppelt weiter unten. Eine Sache hat sich allerdings doch am Lieferumfang verändert, und zwar bekommt man zwei verschiedene Dichtungen mit dazu. Bei Steckbowls, die sind eben immer ein klein bisschen unterschiedlich, da kann man nichts machen, brauchen wir vielleicht manchmal eine etwas dickere Dichtung und manchmal eine etwas dünnere Dichtung. Da hat Aladdin dran gedacht und hat auch direkt beide mit dabei gelegt. So, ich würde sagen, wir kommen einfach mal zu unseren normalen Review-Punkten, gehen die ganz normal entlang und da werdet ihr schon feststellen, was so die größten Unterschiede sind zu dem kleinen Bruder von der 425. Angefangen mit Verarbeitung, Qualität und Materialien. Und da fällt natürlich als allererstes auf, dass wir jetzt dadurch, dass wir eine Steckpfeife haben, die Edelstahlbase verloren haben. Das könnte für manche Leute ein Negativpunkt sein. Ich persönlich muss sagen, ich hatte jetzt schon einige POM-Pfeifen da, die auch immer noch wunderbar halten. Die Pfeife ist innen drin komplett aus Edelstahl. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, wir schrauben kein Gewinde in POM rein. Sogar der Schliffanschluss für den Schlauch hat innen nochmal einen Metalleinsatz. Das heißt, auch der geht nicht einfach nur ins POM, sondern auch Metall auf Metall, genauso wie die ganzen Gewinde. Das heißt, haltbarkeitsmäßig muss man sich hier überhaupt keine Sorgen machen. Das sollte ewig halten und ist natürlich auch sehr nett, wenn der Rauch nur über Metallteile geht. Trotzdem könnte es natürlich sein, dass dem einen oder anderen das nicht so gut gefällt, dass die Base halt jetzt aus POM ist, aber für die Leute gibt es ja immer noch die Aladdin MVP 360. Die hat ja eine normale Edelstahlbase. Ich persönlich muss erstmal sagen, mich stört das mit POM nicht. Ich finde das nicht so schlimm. Die Bowl ist jetzt eine Standard-Steckbowl geworden, die von der Form her ein bisschen weniger konkav als bei der Breeze oder auch bei der Ocean ist. Qualitätsmäßig hatte ich hier aber auch keinerlei Bläschen drin. Also bei meinem Exemplar hier alles wunderbar. Also oben hier ist ein kleines Bläschen, aber auf jeden Fall nichts, was mich irgendwie stören würde. Vor allem nicht in diesem Preissegment. Formtechnisch finde ich die ganz schön. Absolut nichts Besonderes, aber auch absolut nichts Hässliches. Also kann sich definitiv sehen lassen. Man kann aber natürlich auch eine schöne Caesar-Bowl drunter packen, wie ich das hier zum Beispiel mit der Million Cut Mini gemacht habe. Und das ist halt auch schon einer der größten Vorteile. Andere Bowls benutzen zu können, habe ich mir oft gewünscht. Es gab natürlich einen Steckbowl-Adapter für die 360, aber ich fand eine direkte Steckbase da doch schon deutlich, deutlich schöner. Abgesehen davon haben wir aber materialtechnisch hier eigentlich exakt dieselbe Pfeife, wie auch schon bei der MVP 360. Übrigens muss ich mal dazwischen sagen, falls ihr mein Video über die Epochs 360 noch nicht gesehen habt, schaut euch das sehr gerne mal an, weil das ergänzt
ergänzt auch sehr, sehr viel zu diesem Review hier. Zum Beispiel habe ich da deutlich mehr Blow-Offs gezeigt, also am besten guckt ihr euch einmal beide an. Es sind meiner Meinung nach einfach Geschwistermodelle und deswegen ist vieles gleich, wie zum Beispiel auch alles, was von hier ab nach oben geht. Eine Kleinigkeit haben wir aber noch beim Design, aber da kommen wir dann gleich drauf. Der Teller ist angenehm entgratet, das hat man in so einem günstigen Preissegment oft nicht mit dabei, fand ich auf jeden Fall nice. Der Innen ist manchmal so ein kleines bisschen schärfer, aber trotzdem entgratet und wirkt auch auf jeden Fall okay. Long story short, ich habe an dieser Pfeife bei 130 Euro im Komplettset absolut nichts an Verarbeitung, Qualität und Materialien auszusetzen. Wen es stört, dass es eine Pombase gibt, der müsste wahrscheinlich eher zu Epox 360 greifen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, dem Design, die Optik. Wie immer, die Pfeife muss euch gefallen. Was ich sage, ist nur meine eigene Meinung und ihr müsst wissen, ob ihr das schön findet oder nicht. Ich persönlich finde die aber extrem gelungen und zwar aus zwei Gründen. Wir haben einen weiteren Unterschied zur Epox 360 und das ist der eingelassene Schliffeinschluss in die Base. Und das ist etwas, das ich mir bei der Epox-Reihe schon lange gewünscht habe und wir hier jetzt endlich mit dabei haben. Wir haben einen Schliffanschluss. Das ist sowas wie ein gekürzter 18/8er, aber irgendwie ein bisschen kleiner, habe ich so das Gefühl. Also es passt nicht jeder Anschluss. Man muss da schon den von Aladdin nehmen. Das wäre vielleicht noch was Cooles gewesen. Aber egal, ich will nicht meckern. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt einen Schliffanschluss habe und ich bin sehr froh, dass wir ein etwas breiteres Base-Design hier bekommen haben, sodass die Pfeife auch auf die Steckbolts deutlich besser drauf passt als die 360 mit einem Steckbulladapter. Für mich ein weiterer sehr geiler Grund, warum ich die Epox 425 geiler finde als die 360. Abgesehen davon hat sich aber nicht so viel verändert. Wir haben den Schliffanschluss, was finde ich deutlich cooler aussieht. Ja, wir haben nicht hier diesen Schlauchanschluss, der einfach da einen Kilometer von der Pfeife abragt. Aber abgesehen davon haben wir hier exakt dasselbe Ding, bis auf eine Sache beim Blow-Off. Und zwar bekommen wir diesen Metallring hier, der hier unten an der Base sitzt, in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal geschlossen und einmal mit Löchern drin. Und der mit Löchern ist für den Blow-Off. Das heißt, wir haben nicht nur alle Blow-Offs, die schon bei der MVP 360 gingen und das sind über 15 verschiedene, das heißt Teller-Blow-Off von hier nach unten, von da nach oben und so weiter. Wir können auch immer noch aussuchen, ob wir von hier noch einen Blow-Off haben wollen oder nicht. Also alles in allem kann ich da auf jeden Fall sagen, für mich eine weitere schöne MVP-Pfeife, aber für mich sogar die schönste MVP-Pfeife. Ich weiß nicht, ich mag die breite Base, das Pomp stört mich überhaupt nicht, die schwarze Optik ist sogar cool, es gibt auch viele verschiedene Farbvarianten. Nicht nur so, wie ich sie jetzt hier habe mit dem schwarzen Sleeve. Es gibt auch noch viele weitere. Da könnt ihr euch gerne mal durch den Aladdin-Shop klicken. Übrigens, falls ihr euch eine Aladdin-Pfeife zulegen wollt, sei es die oder eine andere von Aladdin, dann könnt ihr bei Aladdin im Shop mit dem Code SWG noch ein kostenloses Geschenk zu einer Pfeife dazu bekommen und gleichzeitig das Ganze hier noch supporten. Alles in allem für mich wirklich die schönste MVP-Pfeife, die wir von Aladdin bis jetzt bekommen haben. So, kommen wir zum wichtigsten Punkt und dem, wo ich auch immer am meisten erzähle kann und vor allem am objektivsten bleiben kann, das Rauchverhalten. Wie ist der Durchzug? Wie ist der Anzug? Wie sind die Blow-Offs? Durchzug ist ganz MVP-typisch. Also es ist nicht der krasseste Durchzug, den wir jemals hatten. Es ist aber auch definitiv kein schlechter Durchzug, den wir hatten. Es ist einfach ein guter Durchzug. Also im Durchzug würde ich auf meiner Skala von 0 bis 10 eine sehr solide 8 geben. Vielleicht sogar fast eine 8,5. Ich finde den Durchzug schon wirklich sehr angenehm. Man kann natürlich auch wieder mit dem verstellbaren Diffusor rumspielen. Das ist auch wieder genau dasselbe, wie wir es schon bei der Epox 360 hatten. Da könnt ihr auf drei verschiedenen Stufen den Diffusor anmachen. Oder wenn das Ding ganz unten ist, könnt ihr ihn auch komplett ausmachen. Und der Diffusor funktioniert auch ziemlich gut. Also wenn man alle drei Stufen offen hat, ich habe tatsächlich gerade nur zwei von den drei Stufen offen, dann ist die Pfeife deutlich leiser und lässt sich deutlich gleichmäßiger ziehen. Funktioniert also wunderbar. Anzug ist natürlich auch sehr direkt. 425 steht für die Größe. Wir haben 42,5 cm auf der Standard-Steckbowl. Das kann man sich natürlich jetzt noch ein bisschen anpassen, je nachdem, welche Bowl man da drunter packt. Aber die paar Zentimeter, die die Pfeife größer geworden ist, die ändern jetzt eigentlich nichts an dem besonders guten Anzug von der kleinen Pfeife. Den haben wir also auch hier. Blow-Off ist natürlich eine andere Geschichte. Da kommt es auch drauf an, welchen Blow-Off man gerade benutzt. Mein Liebling Blow-Off wäre zum Beispiel der von hier nach unten, den habe ich aber tatsächlich gerade nicht verbaut. Ich habe gerade von hier seitlich vom Teller weg und unten auch noch seitlich aus der Base raus. Und je nachdem, welchen Blow-Off man da nimmt, zum Beispiel der Teller-Blow-Off geht etwas schwerer. Nicht so schwer, dass es mich nerven würde, aber so, dass ich auf jeden Fall sagen muss, es funktioniert trotzdem wunderbar. Man kriegt genug Rauch durch und man muss da auch nicht reinpusten wie ein Gestörter. Aber es geht eben ein bisschen schwerer, als wenn man zum Beispiel den Blow-Off von hier unten nimmt. Aber das ist ja auch einfache Physik. Ich kann euch auch gerade einfach nochmal den Blow-Off zeigen, den ich verbaut habe.
Ne? Und ihr seht schon, unten kommt natürlich ein bisschen weniger, da sind halt kleinere Löcher und oben kommt dann ein bisschen mehr. Das kann man aber auch ändern. Man könnte sogar oben den Blow-Off komplett zumachen und nur aus den Löchern unten entlüften. Das kann man sich wirklich einstellen, wie man möchte. Und mit den schon über 15 Blow-Offs von der Epox 360, jetzt noch mit der Möglichkeit, hier unten den noch hinzuzufügen, ist das wirklich sehr stark. Die ganzen Punkte haben wir durch, die wir uns normal bei so einem Review angucken. Und ihr merkt schon, es ist natürlich sehr, sehr viel gleich zu der Epox 360, aber mit ein paar coolen Neuerungen, wie zum Beispiel dem Schliffanschluss, dem zusätzlichen kleinen Blow-Off-Adapter, den wir dabei haben. Vor allem ist es endlich eine Steckpfeife. Und ich kann nicht oft genug betonen, wie nice ich das finde, dass Aladin endlich auch eine Steckpfeife rausgebracht hat. Für mich persönlich definitiv der Favorit in der Epox-Reihe, die Epox 425. Meine neue Lieblingsempfehlung für günstige Einschlauch-Steckpfeifen-Komplettsets. Das klingt jetzt sehr spezifisch, aber für fast alle Leute, die mit einer Einschlauchpfeife klarkommen, kann man sagen, wenn du ein nicht so hohes Budget hast, du eine coole Pfeife haben willst, die sich gut rauchen lässt, dann kann man absolut jedem empfehlen, die MVP 425 zu nehmen. Was du für 130 Euro da im Set hast, was du alles anpassen kannst, wie viele Blow-Offs du umbauen kannst, ist wirklich einfach geil. Und das Ganze, wie gesagt, noch in einem Komplettset, was mit fast allem kommt, was ihr zum Rauchen braucht. Für mich ein gelungenes Ding. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich habe in den Streams, als ich die Pfeife schon geraucht habe, von dem einen oder anderen gehört, dass er auch plant, sich die Pfeife zu holen. Ist wirklich ein cooles, kleines Gesamtpaket. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Wenn euch das Video helfen konnte, gerne einen Daumen nach oben oder Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.